Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 806. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge haben wir angefangen, nicht nur hier alles zu begrünen, sowohl unter Wasser als auch über Wasser, sondern wir haben auch, wo auch immer die jetzt sind, angefangen, die ersten Fischis hier reinzubringen. Ich weiß nicht, warum die sich immer so verstecken. Aber davon lassen wir uns gar nicht weiter verunsichern. Wir holen uns einen weiteren Stack Raketen, denn wir haben noch einiges vor. Ich werde aber noch mal ein bisschen gucken, dass wir es ein bisschen schlauer machen, indem ich mir noch ein paar von den Eimern hole. Ich weiß nur leider nicht, wo die sind. Hier ist keiner. Weil immer für einen hin und her zu fliegen, ist halt ein bisschen ineffizient, finde ich. Au. Wollte da drauf landen und direkt weiterspringen. Ich dachte, ich wäre ein Pro, aber ich bin kein Pro. Wo sind denn die Eimer? Das kann doch nicht sein. Hier sind die auch nicht drin. Auch dieses Schalker-Tooltips, dass du siehst, was da drin ist, ne, ist eigentlich cool. Aber du musst halt noch Alt drücken, damit du es komplett siehst. Und das vergesse ich auch immer. Ich wollte mich gerade eigentlich beschweren, dass du nur zwei Sachen siehst, aber dann habe ich es gelesen. Dass es zwar auch anders geht, aber ist halt ein bisschen umständlich. Es ist eigentlich überhaupt nicht umständlich. Ich habe es einfach nur vergessen. So, haben wir hier welche drin? Nö. Perfekt. Also in der Zeit könnte ich auch einfach hin und her fliegen und einen machen. Wäre schneller. Haben wir hier vielleicht welche? Ich mal kurz gucken. Alter Vater, wir haben die komplette Erde schon wieder weg. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also, ja. Effective und ich, wir werden nicht warm miteinander, ne? Das ist echt schade. Aber ist so. Nee. Hau mal ab hier. Du kommst hier nicht raus. Ich weiß genau, wir haben... Ah, ich weiß wo. Die sind in der Lava-Farm. Das ist scheiße, wa? Okay. Dann nicht. Dann... Ja, dann müssen wir es so machen. Weil wir kriegen die Lava da ja nicht raus. Also, außer wir würden sie brauchen, aber wir brauchen sie nicht. Deswegen werden wir sie da auch nicht rauskriegen. Klingt logisch, oder? So, wo sind hier sind Fische? Oh, die sind aber schön. Ich will den grünen. Und dann bringen wir den auch wieder in den Fluss. Wir gucken mal, dass wir heute noch was anderes machen, außer nur Fische da reinbringen. Weil das ist auch mir zu langweilig. Aber wir haben ja schon einige. Moin. Namensvorschläge gerne in die Kommentare. Wir werden uns die eh nicht merken, sage ich euch direkt. Aber ihr könnt die sehr gerne taufen, falls ihr das möchtet. So. Und wieder zurück. Ich habe echt geguckt nach einem Mod, der vielleicht ein paar Vögel hier ins Spiel bringt, also außer mich. Aber außer halt so einem kompletten Tiermod, der halt auch alle möglichen anderen Sachen ins Spiel bringt, gibt es halt nichts. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will kein Bär, ich will kein Reh, ich will kein Elefant. Ich will nur mal, dass es auch wirklich Vögel gibt, weil es gibt einfach nur Hühner und Papageien. Und Hühner können nicht fliegen und sind weiß. Also sehen die jetzt nicht so spannend aus. Und Papageien haben wir halt. Aber die fliegen hier ja auch nicht einfach so rum. Also ich hätte halt gern einfach so normale Vögel, die es auch hier so in echt gibt. So weiß ich nicht. So Amseln, Drosseln, Spatzen, Schwalben. So einfach, dass die hier so dumm rumfliegen und ein bisschen piepen. So wie ja auch bei dem Soundmod, den wir drauf haben. So wie es da ja auch passiert. Also jetzt komm doch mal her, du... Ne, wenn man mal manchmal hier so lang geht, dann hört man ja so ein Vogelgezwitscher. Und ich fände halt cool, wenn das echt wäre. Und ich verstehe auch nicht, da war es wieder, warum es keine wirklichen Vögel von Mojang aus gibt. Weil es gibt jeden möglichen Scheiß. Es gibt Kugelfische, verdammt nochmal. Aber es gibt keine Vögel. So wirklich. Das fände ich so cool. Oder Möwen am Wasser. Finde ich auch so geil. Und finde ich auch so schade, dass es nicht so ist. Aber ich kann es halt auch nicht selber, weil ich nicht modden kann. Wenn ich es könnte, würde ich es machen. So ist es nicht. Würde ich euch auch schenken. Jetzt komm doch her.
Blödes. Okay, mir reicht's jetzt mit den Fischen. Wir gucken jetzt, dass wir die Abgrenzung ein bisschen schöner machen. Okay. Und was noch vorgeschlagen war, ich meine, es war... Ich guck nach, pass auf. Vorgeschlagen wurde, ich kann ja Multitasking. Vorgeschlagen wurde, dass wir ab und zu noch so ein paar, wie heißen die, Soul Sand Blöcke unter Wasser machen. Dass es so blubbert. Vor allem beim Wasserfall. Und das wäre halt, glaube ich, echt nice. Ja, genau, ist von Justus. Danke, Justus, für den Vorschlag. Also Soul Sand Blöcke unter Wasser. Und dann halt Wassersources, also Quellblöcke darüber. Und dann blubbert's, ja? Ist eigentlich eine gute Idee. Ich guck mal eben. Wir holen uns ein bisschen Kelp. Weil manchmal braucht man das, ja? Dafür. Eigentlich braucht man es nur dafür. So, nehmen wir uns hier so einen kleinen. Zack, zack. Wunderbar, warte. Wenn wir schon hier sind, dann kann ich auch einen Fisch noch mitnehmen. Und dann fliegen wir ganz kurz in den Nether. Damit wir uns noch ein bisschen Soul Sand holen. Wenn ich das jetzt schaffe, hier durchzufliegen und genau da zu landen, wäre es sick. Ich schaff's, weil ich cool bin. So, okay. Haben wir noch Soul Sand? Netherrack. Nee, okay. Schade. Ich habe übrigens die Netherrack-Texturen zu dem alten, ursprünglichen, damaligen geändert. Guck mal, jetzt bewegen die sich wieder so. Das war vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren gefühlt beim Sphax so. Und ich finde es so viel schöner. Hat man nicht hier unten so eine Insel? Ja, ne? Was sagt die Elytra? Schon wieder nur noch die Hälfte? Was geht denn da ab? Ich habe die gestern erst repariert. Buchstäblich gestern. So. Gib mir mal ein paar. Wie viel sind das? 9. Ja, gib mir 10. Zack. Fliegen wir hier wieder hoch. Oh, das passt ja perfekt. Butterweiche Landung. Okay. Geht. Butterweich hochgeflogen. Die Landung war nicht so sanft. Und dann. Hä? Was zum. Bro? Gehst du bitte wieder in deine Welt zurück? Dir ist doch hier ganz kalt. Ich will dich nicht schlagen, wollte ich sagen. Aber du hörst nicht. So, müssen wir dran denken. Wir werden es eh vergessen. Müssen wir aber trotzdem dran denken, wenn wir das nächste Mal in den Nether gehen, dass sie eventuell noch sauer sind. So, hier wollte ich hin. Schön, dass die Bäume hier mittlerweile gewachsen sind. Und zwar, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie wär's mit hier? Okay, kann ich nicht aufsammeln. Und wie wär's mit hier? Setzen wir den dahin. Oh, es funktioniert direkt. Warte. Ist es vielleicht das? Oh wow, man sieht die durchs Wasser einfach nicht. Wenn man unter Wasser ist, sieht man die. Super. Das hat sich ja richtig gelohnt. Och Manno. Was ein Scheiß. Okay, ja gut. Können wir nichts machen. Hier, so Dinger möchte ich haben. Aber es ist halt einfach, weil wir jetzt die Partikel hochgestellt haben, die ich halt eigentlich nicht schön finde. Ja, kann aber nichts machen. Hier fehlt ja noch Wasser. Was soll das denn? Was ist denn hier los? So. Passt das jetzt? Ich denke. Hui. Okay, der Fisch ist wohl jetzt schon über alle Berge. Ne, hier ist er. Einfach der Angler. Warte, hier könnte man das theoretisch auch noch machen. Wird man zwar ein bisschen mehr sehen. Ne, kann man auch gar nicht machen. Kann man das? Ne, kann man nicht machen. Die würden weggehen. Ja, die würden weggehen. Okay, schade. Schade, schade, schade. Irgendwie wird man es hier aber auch noch machen können. Dann könnte man da nämlich auch noch ein paar von den, wie heißen sie, Fischen reinpacken. Dann sieht das da auch noch ein bisschen schöner aus. Aber das ist jetzt wirklich keine Prio. Das können wir irgendwann mal machen. Auch hier müssen noch ein paar Fische rein.
aber noch nicht jetzt. Oder erstmal nicht jetzt. Okay, das ist echt schade, dass man die Bläschen da nicht sieht. Über Wasser. Das defeated so ein bisschen den Purpose, wie man so schön sagt. Ne? Mit den Anglizismen, die sind mal wieder on point. Zack. So, Jungs, ich habe einen neuen für euch, bitteschön. Und dann müssen wir mal kurz gucken. Wir haben irgendwo... haben wir noch den... wir haben noch Holz irgendwo. Also nicht das Holz, sondern richtiges... also, richtiges Holz. Oakholz. In irgendeiner Schalker-Chest. Ich weiß aber nicht in welcher und ich weiß vor allem nicht, wo die ist. Lass mich hier hoch. Guten Tag. Hier ist doch noch Oak, oder? Ja. Nehmen wir uns das mit. Also sollen wir uns vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen schöner, so machen. Hau mal ab hier. Arschloch. So. Es gibt übrigens neue Regeln bei YouTube, wie du fluchen darfst. Weil es ist komplett Schwachsinn. Du darfst in den ersten 15 Sekunden nicht keine bösen Worte sagen, sonst ist Monetarisierung eingeschränkt. Danach schon. Also das heißt, wenn du Sekunde 16 anfängst, übel zu beleidigen, dann können die... oh Gott, wie dumm war denn das? Dann können die nichts machen. Oder dann passiert nichts. Wenn du aber in Sekunde 12 beleidigst, dann schon. Ist das dumm oder ist das dumm? Und das Problem ist allerdings, das funktioniert auch rückwirkend. Das heißt, wenn du irgendwann mal ein Video hattest, wo du direkt gesagt hast, anstatt Moin Jungs, 80's back, direkt gesagt hast, na ihr Pissköpfe, was natürlich niemand sagen würde, außer ihr redet mit Wolfkopf, boom! So, haben wir auch mal direkt wieder einen Front reingebracht. Wenn du das machen würdest, was natürlich niemand tut, ne, dann wäre das jetzt auf einmal so, dass das Video demonetarisiert wird, nachdem es wie lange auch immer das nicht wurde, als ob das Schwein jetzt im Wasser badet. Sie machen auch, was die wollen. Dummes Schwein. So. Das war keine Beleidigung, das war eine Observierung. Sagt man Observierung? Ja. Glaub schon. So, pass auf. Jetzt packen wir das hier noch vor. Und dann sieht das legit einfach besser aus. Dann machen wir das hier auch noch. Und dann werden wir noch, und das weiß ich ausnahmsweise sogar, wo es ist, ein bisschen Moss draufpacken. Ich hatte ein bisschen Angst. Bisschen Moss werden wir da noch draufsetzen. Weil dann sieht es noch ein bisschen verwachsener aus. Und ich weiß, wie gesagt, wo es ist. Ich habe zwei Vermutungen. Bei einer bin ich mir sicher. Bei der anderen nicht. Das werden wir jetzt testen. Zack. Ja, habe ich mir doch gedacht. Ne, hier auch nicht. Gut, aber ich weiß exakt wo, weil ich da vorhin war, vor der Aufnahme, als ich Bone Meal gesucht habe. Sammeln kann man es nicht nennen, das heißt ja, ich hätte was gefunden. Obwohl, ich hab's, irgendwann habe ich es ja gefunden. Und zwar hier in unserem wunderschönen Bienenhaus. Moin, 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 moin. Macht mal alle Bienenbabys. Hier haben wir ganz viel Moss-Carpets. Und hier haben wir noch ganz viele Blumen und Honig. Womit ich nie etwas mache, weil ich gar nicht weiß, was macht man mit Honig. Honigflaschen, aber was macht man mit Honigflaschen? Keine Ahnung. Das könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben. Also ich weiß, man kann Honigblöcke damit machen. Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich damit soll. Also da ich kein Redstone-Typ bin, habe ich da keine Verwendung für. Und ich habe auch keinen Bock, einen Honiggolem zu bauen, weil ich heiße ja nicht Trimax. Ne? So, pass auf, dann machen wir das hier rüber und vielleicht hier. Dann sieht das hier so ein bisschen mehr verankert aus, finde ich. Blendet dann ein bisschen besser in die Umgebung rein. Und dann machen wir das hier genauso. Das reicht von mir aus. Und dann machen wir das hier und hier genauso. Und dann setzen wir ab und zu vielleicht nochmal einen kleinen Moss-Carpet so irgendwo hin. Dann sieht das Ufer auch nochmal ein bisschen interessanter aus. Das kann man, da kann man ja nie genug von kriegen. So, vielleicht auch mal zwei. Vielleicht auch mal nicht.
Jetzt pack den doch dahin. Minecraft macht schon wieder, was es möchte. So, hier auch nochmal welche hin. Ja, unter Wasser wahrscheinlich, du Idiot. Hier noch einen hin. Setzen wir hier noch einen hin. Und wie wäre es mit hier noch einen hin? Hier noch einen hin. Hier noch. Mann, das ist schon wieder der Papagei. Weißt du, wie ich dich nenne? Ich hab's. Weil der die ganze Zeit Geräusche macht wie ein Lama. Ich nenne dich jetzt Cusco. Ja. Ja, ich rede mit dir. Cusco. Cusco, der Papagei. K-U-Z-C-O. Cusco, Cusco, Cusco. Beste Sendung früher. Film war okay, aber die Sendung war mega. König Cuscos Königsklasse oder so. Oder Cuscos Königsklasse, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall sick. Gut. Jetzt haben wir es aber. Würde ich sagen. Also wir sind immer noch nicht hiermit fertig, keine Sorge. Aber sind schon mal gut weitergekommen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.